Es geht ihr nicht gut, meiner Freundin von nebenan, weil nichts, was sie tut, sie froh machen kann, um nicht zu sagen, sie steckt in einem ziemlichen Tief. Es ist, wie es ist, sie ist äußerst depressiv. Ihre Freunde haben so gut wie nie mehr für sie Zeit und sie tut sich von morgens bis abends so leid. Mit dem Leben, sagt sie, komme sie nicht mehr klar, denn nichts sei so, wie es früher einmal war. Sie fühle sich wie ein Außenseiter, sie kann nicht mehr, es geht nicht so weiter. Ich wusste nicht, was zu tun war, und ich hab ihr empfohlen, den Rat eines Psychiaters einzuholen. Sie fand seine Couch wirklich sehr bequem und auf und nieder hüpfend schilderte sie ihm das Problem. Sie sagte, sie fühle sich so ausgebrannt und alt und hat dann 3 Polaroids auf den Tisch geknallt. Das ist mein Haus und mein Äffchen und mein Pferd. Ich habe folgendes Problem: Mit mir läuft irgendwas verkehrt. 2 mal 3 macht 4, witte, witte, witt, und 3 macht 9. Leider läuft die Welt nicht mehr wirklich so, wie es mir gefällt. Läuft nicht mehr so. Die Villa, wo ich wohne, ist mir viel zu kunterbunt. Anstelle von Herrn Nilsson hätte ich so gern einen Hund. Und trage ich mein Pferd einhändig von der Veranda, merke ich immer wieder schmerzlich, es ist kein Mann da. Ich brauch nicht wirklich einen, aber schön wäre es doch, obwohl die meisten Männer haben mit starken Frauen ja einfach keinen Vertrag. Mein Limonadenbaum, der scheint vertrocknet zu sein. Mein Vater fuhr zur See und ließ mich viel zu oft allein. Meine Freunde kommen auch nicht mehr so richtig oft vorbei. Dabei waren wir ganz unzertrennlich, wir 3. Doch heute sagen sie, ich sei ihnen zu speziell. Die Annika macht Jura jetzt. Und der Tommy BWL. Ich bin wirklich nicht dumm, ich kam auch immer gut zurecht, höchstens in Blutimikation, da war ich immer herzlich schlecht. Auch Biologie konnte ich noch nie, doch auch ohne Abitur würde ich jederzeit wetten, Kartoffelkäfer kacken keine Kroketten. Herr Doktor, haben Sie eine Medusin dagegen, dass ich so traurig bin? Haben Sie keine Lösung? Ich finde keinen Draht zur Welt mehr. Und bitte tun Sie doch was, ich werde jeden Tag älter. Es ist zum Heulen, tralahi, tralaho, tralahopsasa. Es ist zum Heulen, dass nichts mehr mir gefällt. Sie hüpft auf der Couch wie ein Gummiball. Doktor, denken Sie vielleicht, ich hab einen Knall. Ich hätte doch einfach nur so gern eine EC-Karte. Ich hab doch nur den Goldschatz von Papa. Und das gibt immer so einen Aufstand, wenn ich bezahl bei Edeka. Ich fühle mich so elend vom Kopf bis zu den Schuhen. Vielleicht hat das auch mit meinem Namen zu tun. Alle, die ihn hören, die können ihn nicht fassen. Vielleicht sollte ich ihn im Rathaus auf Elke ändern lassen. Ich bin Romanheldin, ich bin Stilikone, doch ich bin einfach nicht mehr in, weil ich zu außergewöhnlich und zu schlecht frisiert und zu nachlässig angezogen bin. Und außerdem bin ich Königin im Takatuka-Land. Naja, ich wohne auch nur noch hier, weil ich den Weg zurück nicht fand. Herr Doktor, was ist? Bin ich nicht richtig hier? Was um Himmels Willen stimmt denn nicht mit mir? Ich zahl auch ein Goldstück als Praxisgebühr. Oder 2 oder 3 oder 2 mal 3 macht 4. Der Doktor
muss man sagen, der war ein weiser Mann. Und er sagte erstmal nix, er musste ja Diskretion bewahren. Aber Michel aus Lönnelberger war schon vor ihr da, weil der kam mit seinem starken Haarausfall nicht klar. Auch Carlsson vom Dach ist wegen Flugangst hier Patient, weswegen der Doktor die Problematik kennt. Es gibt nichts zu deuten, es ist einfach so, sie alle leiden auf hohem Niveau. Und in diesem speziellen Fall verordnet der Doktor Johannes Kraut und Abendschule und auch Schaft und Schokolade. Und er sagt, wenn du dich ändern würdest, fände ich das höchst schade. Ich mag nämlich dein Haus und auch dein Äffchen und dein Pferd. Mach du dir mal keinen Kopf. Mit dir läuft überhaupt nichts verkehrt. Und eines noch, das verrate ich sonst nie. Naja, wir sind ja unter uns. Ich selber komm aus Bullerbü. Thank you.